Ja, willkommen zu einem neuen Review. Wie es euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich eine neue Kamera. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt besser und auch die Bildqualität, dass sie jetzt besser geworden ist. Heute teste ich den Alba Zitrone. Ja. Hier der Schnitt. Angefeuchtet mit Glycerin. Ja, etwas gröber ist der Schnitt. Kleine Ästchen waren auch drin. Wie man jetzt hier vielleicht sehen kann. Da ist ein kleines Ästchen, aber größere Ästchen waren da jetzt nicht drin, also geht so klar. Geruchlich ist das Ganze ziemlich stark nach Zitrone, wie der Tabak ja auch riechen soll und schmecken soll. Ja, ein bisschen künstlich, so nach Zitronen-Eistee würde ich sagen. Ja, und so schmeckt das Ganze dann auch ein bisschen künstlich nach Zitroneneistee. Also Zitroneneistee eigentlich sehr guter Geschmack, halt nur ein bisschen künstlich. Mich stört es jetzt nicht. Ja, Setup, 3 Lagen Alufolie, 2 Coco Bricos, unter den Bricos gelocht im Sapphire Hotshot. Ja, Fazit von mir, 7 von 10 Punkten bekommt der Tabak, ist sehr schön für deutschen Tabak. Also, wer nicht an ausländischen rankommt, ist hier eine klare Empfehlung. Schmeckt ziemlich gut für deutschen Tabak. Ja, und so rauchmäßig geht das auch klar. Ja, viele Grüße noch an Shisha24 Blog und Sunboy. Erik auch nicht zu vergessen. Der wird ja auch bald wieder in den Videos dabei sein. Und ja, das war's dann wieder. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen und viel Spaß bei den weiteren Videos.